Chalet, ach guck mal, Zeit, Gunnar, für einen neuen Ace für dich. Ach, lieber einfach die Geisel rausholen, während alle fünf noch leben. Das ist doch eigentlich mindestens genauso viel wert wie ein Ace, oder? Schon. Stell dir das mal vor, so eine richtige Geiselnahme. Und alle gehen mal kurz raus zu pinkeln oder so, und dann stimmt das SWAT-Team das Ding und holt die Geisel einfach da raus. Ich glaube schon, dass die sich besser koordinieren als so Teams hier. Meinst du? Ich befürchte es schon. Da gehen nicht einfach alle zum Pinkeln raus für eine Viertelstunde. Das ist mal in DayZ passiert. Weißt du, sie rennen tagelang über die ganze Karte, kein Treffen war. Ich geh mal kurz pipi, Mann. Wir gehen kurz alle weg. Kommen wieder alle tot. Ja, richtig. Dann auch noch so im hinterletzten Wald irgendwo am Arsch der Welt. Also das ja, nicht mal in der Stadt oder so, ne? Richtig. Ja, also wäre ich jetzt mitten in Tscherno gestorben, hätte ich gesagt, okay, aber. Vor allem, was alle hingelegt, ne? Ja, ja, wir lagen alle Kackraum. Irgendwo im. Ne, im Kackraum lagen wir nicht. Aber da ist die Geisel. Das ist mir doch egal. Einmal schon reinfusen, dann ist die weg. Kein Problem. Angriffserlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Die Kamera ist weg. Ein versucht Profis arbeiten. Muss er sicher gehen. Kann ich die Leiter jetzt zu Kackraum hochkommen? Schön Claymore setzen, wenn es geht. Ja. Achso, soll ich an den anderen Fenster gehen? Ich nehme gerne hier das Fenster. Okay. Geisel in Sicht. Ah, fuck. Sehr schön. Gute Arbeit. Aber es haben leider nicht alle Gegner überlebt. Einen habe ich persönlich erschossen. Aber ein guter Versuch. Daran siehst du es aber in den Kackraum. Wenn du da die Fenster nicht sicherst, hast du verloren. Ganz einfach. Ja. Koordinierter Angriff aus allen drei Fenstern. Ich meine, du hast ja ohne Ende Winkel. Kann da nichts passieren. Ja, in der Tat. Ich könnte höchstens die Wände alle rausnehmen nach innen oder so, ne? Dann hat man noch ein bisschen Defensivoptionen, aber. Das wäre eigentlich auch spannend, wenn du einfach mal so alle Wände da wegholst. Ja, wenn du Behälter oder. Ja, Behälter wäre ja nur Bombe, gibt's ja nicht, aber wenn du Behälter da hättest. Bei Geisel ist er trotzdem blöd, weil er muss dann einmal kurz reingreifen, raus und so. Das geht schnell mal, ne? Die Geisel muss gesichert werden. Aber wenn sich dann nirgends so ohne weiteres hinhocken können, um zu securen. Wandverstärkung bereit! Warum? Doof ist. Gegner. Pöbelt die dich da unten an, oder? Ja. Das sind 600 Löcher in die Wände und dann. Nur noch 10 Sekunden. Ich will, dass der verschwindet, dann ziehe ich da nämlich eine Wand hoch. Aber ich befürchte, wenn ich es mache, während er da ist, dann erschießt er mich. Oh, jetzt zieht er da selber eine Wand hoch, nachdem er die Hälfte seiner Munition vernichtet hat. Der voll umgehängt.
Fällt dir nichts mehr ein zu so Leuten, ey. Tja. Alles muss man selber machen, ey. Das wird ein bisschen eklig, ne? Sind die letzten beiden, oder? Den Heusch. Da kommt noch einer. Ich bin zurück. Ist... Ja, ist besser. Im Esszimmer. Einer ist an dem Fenster da, in der Küche. Muss verschwinden. Ich komm mal wieder, hoch. Hier wurde gesmoked ins Esszimmer. Ich bin laufen. Gesmoked in die Küche wurde auch. Glaube ich, oben. Ja, einer ist oben markiert. Ich bewache die Treppe hier. Aber die gehen in die Küche. Zu zweit kommen sie von da, wo wir beide waren. Habe ich gerade gesehen. Fuck. Blackbeard ist oben an der Treppe. Ja. Da hinten ist noch ein zweiter und links durch die Tür kommt Blackbeard dann. Schrotflinte vielleicht? Gute Idee. Ich glaube, das Schmiererfenster hinter dir ist offen, oder? Ja. Ja. Ah, links um die Ecke, Laserpointer. Ja. Nur ganz ruhig bleiben. Der ist noch in dem Vorraum, glaube ich. Ne? Ich glaube auch. Vielleicht aufstehen? Vielleicht schleicht er hinten rum? Ne. Da ist er noch. Hä? Ist doch hinten rum geschlichen. Ich hab gar nichts gehört. Ja, geschlichen halt, ne? Nein, ich meine vom Schuss oder so hat. Ja, doch, doch, das habe ich schon gekriegt. Scheiße, ey, ich hab nur zwei weggeholt. Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich irgendwie aggressiv sein müssen, ne? Wie immer, ich muss immer aggressiv. Ach ja, Mensch, hey. Ist ja nicht so, als hätten die beiden Palo-Typen irgendwas gerissen, ne? Hm. Vielleicht wäre jetzt tatsächlich echt, wenn ich jetzt einfach im Schleichmodus im Laufen hätte, hätten wir uns wahrscheinlich gegenseitig im Laufen. Das hätte vielleicht funktioniert. Oder das hättest du ganz Esszimmer zurück sollen, weil dann kannst du nämlich den Flur und die Küche beides einsehen. Dann ist wenigstens nur eine Richtung, aus der er kommen kann. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ja, das ist richtig, was du sagst. Ja, stimmt. Es tut mir leid, ich habe auf ganzer Linie versagt. Ich hoffe, dass ihr nochmal mit mir spielen werdet. Ja, kommt drauf an, wie das Spiel jetzt ausgeht. Also in der Bar. Direkt geblockt. Ja, in der Bar sind sie nicht. Ach so. Unten irgendwo, unten, ja. Ja. Weinkeller müsste es dann sein. Ja. Geisel gesichtet. Nein. Nein! Nicht mehr geschafft ins Loch. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ja, das ist immer schön, wenn man sich ins Loch schafft. Ja. So verschwendete Arme. Geisel gesichtet. So. So geht das, Jungs. So. In den Keller. Na,
zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir könnten auch unten durch die Seitentür, das geht auch ganz gut. Ja. Oder wir gehen einfach hier direkt durch das Tor. Das haben sie aber schon mit sehr viel Lärm aufgemacht, deswegen... Ja, wir können auch, wenn du möchtest, können wir auch anders hergehen. Die andere Seiten, die andere Seitentür da hinten, weil dann können wir mich... Haben sie zugecastelt. Kein Problem, krieg ich auf. Ah, ne, mag keiner breachen. Warte, ich guck mir da Drohne erstmal. Links ist keiner, geradezu ist auch keiner momentan. Unsere Leute kommen von hinten. Hier ist nur eine Echo-Drohne, ansonsten. Unsere eigene Drohne, scheiße. Ja, war meine. Ah, hier links ist einer am Boden. Scheiße. Der da? Wahrscheinlich. Das kann ich aber leider die Wand nicht mehr aufmachen. Ich aber. Kapitanfalle war hier an der Tür. Musst du aufpassen, Igel. Wenn du durch die zweite Tür gehst. Falls du es überhaupt da reinschaffst. Hab ich vor. Ich lade nach. Scheiße. Eigener Druck getötet. Das ist keine Schnitte, wenn die Drohne dich bombardiert, während. Ja. Ich hab da in den Gang reingeguckt, den Penner da nicht liegen sehen, ey. So eine Scheiße, sonst hätten wir es super gerissen gekönnt. Hätten können, weil da kann man auch schneller rein da und zu zweit zwei Richtungen absichern. Ja. Verdammt. So gut angefangen, ne? Jetzt verkacken wir es hier hinten raus. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ja. Die Wand wurde verstärkt. Standort der Geisel ist Gefahr. Angriff steht hier zuvor. Nein! Ich lade nach! Feuerschutz! Nur noch 10 Sekunden. Ja, das Problem ist, dass jetzt... Ach nee, nur wenn man im Downstate war, kommt man nicht nochmal in Downstate, ne? Ja. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Oh, wir hatten ihn da ein Loch ins Fenster gemacht. Und dafür habe ich dich angeschossen. Ja. Holst du ja hier alles zu, ey. Ein bisschen tiefer werden ist mal ganz gut. Entschuldigung. Ist schon noch eine her. Oh, jetzt pimmelt Mira vor mir rum, ey. Da mit der Kackpistole, wo du eh keinen wegholen kannst auf die Schnelle, wenn er da hochkommt, ey. Oben aus dem Eltern. Hier aus dem Schlafzimmer kommen wir hier. Interrogation. Warum höre ich auch auf den Trottel, ey? Ich weiß nicht, was der von mir wollte, da war nix. Außer dir war keiner verletzt, Igel. Der am Downstate, den soll er lieber so hochholen, und wenn er danach eine Spritze kriegt, das bringt noch viel mehr. Nur noch ein Gegner übrig. Weil da auch wieder diese Mira-Fenster offen sind zum Flur, oder? Das ist... Nee, das ist noch zu. Ja, da habe ich die Tür geschossen. Scheiße.
Der Glass war da gegenüber auf diesem. Der ist doch schon tot. Ja, ah, okay. Nein! Wieso? Hm? Er war doch noch so jung! Ah. Weil ich reagiert habe auf das, was einer von unseren Mitspielern gesagt hat. Das darf man einfach auch nicht. Dann soll er mich doch sehen, ist mir doch egal. Komm vom Schlafzimmer. Auf den Ping. Ah, fuck. Jetzt läuft er wieder weg. Ist oben an der Treppe zur Küche runter. Geht zur Küche runter. Ja, ich warte jetzt. Ich warte die letzte Verteidigungswelle, falls nichts geht. Ich bin eh gerade gespottet, deswegen bringt das nichts. Kommt wieder. Oben an der Treppe zur Küche ist er. Wartet. Wartet. Jetzt kommt er schon wieder verfolgt von ihm. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Da, ich bin auf der anderen Seite. Nee, Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ja, da habe ich nicht. Ich habe nur Treppe. Treppe! Treppe zur Küche runter, ja, hab ich gesagt. Aber ja. Alles egal. Das nächste Mal öfter wiederholen. So. Wo hab ich ein Glück gehabt, dass ich da unten den einen weggeholt habe zur Interrogation und dann oben Blackbeard gekriegt habe, ey. Alter. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Kunststück. Ja, jetzt haben wir kein Mira diesmal. So, das nächste Mal ein bisschen tiefer, da gesagt. So. Wenn sie tiefer sind, dann sehe ich die leider ganz gut. Ich muss ja nur den Unterteil vom Körper sehen. Ich weiß ja, wo ich hinfeuern muss. Und je weiter unten das Loch ist, umso schlechter wird es von unten gesehen. Ne? Ist das so? Ja. Perfekt. Der Jackal hat mich zweimal gespottet vorhin. Ey, das ist so ätzend, ne? 5 Sekunden. Ich werde hier dauernd entdeckt. Die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Die hatten hier gesmoked, ich weiß nicht, ob vielleicht einer oben ist. Zwar hingefeuert. Schildi ist hier am Fenster, glaube ich. Unten war einer. Blitz ist hier oben. Das ist nicht gut. Ist der bei euch, ist der draußen? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da ist noch einer. Hab ihn auch. Wie viele sind hier oben, ey? Oh, smoked hier rum. Ich glaube, Glass ist hier oben. Hier kommt Ash. Magazinwechsel. Also Ash und Dokebi sind die letzten und die beiden Dokebi-Ladungen sind weg. Scheiße, von hinten vom Schlafzimmer. Beide oder einer? Ich hab nur Ash gesehen. Oder einer war draußen. Ah, das gibt's gar nicht, ey. Der Frost hat der Ash da so oft in die Fresse geschossen. Aber die ist so gut wie tot, die hat nicht mehr viel. Ah, oh, ficken. Das gibt's echt nicht, ey.
flashen. Da kann sie nicht kommen, da deckt der andere. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Gott, ich das war auf den letzten Meter nochmal spannend, ey. Ja, wie ist das schlimmste Ergebnis? Ja! Obwohl mich das ärgert, ich habe zweimal Kontakt mit Ash und zweimal nicht geschafft, ey. ...22,5. Und nichts. Ich habe mit 2% leider auch nicht getroffen.